Hallo meine Lieben, heute seht ihr mal nur meinen Desktop. Ich möchte heute mal ein Programm vorstellen, das ich gefunden habe. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch das einfach mal, wie das funktioniert. Es geht um Filofax. Ihr könnt zwar auf dieser Seite auch Fotos bearbeiten, das habe ich aber noch nicht probiert. Aber ihr könnt da auch super tolle Blätter für euren Filofax entwerfen. Und das zeige ich euch einfach mal. Ihr geht für die Seitengestaltung auf pickmonkey.com, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox natürlich. Und dann geht ihr hier auf Design. Da könnt ihr jetzt verschiedene Sachen auswählen, zum Beispiel könnt ihr auch ein Facebook-Cover entwerfen, aber wir gehen jetzt auf Custom. Und das hier, was ich hier eingegeben habe, das sind die Maße für die Personal-Größe von Filofax. Das ist 355 x 638. Und dann klicken wir auf Make It. So, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Erstmal vielleicht könnt ihr hier das größer oder kleiner machen. Ich mache das einfach mal ganz klein. Und hier auf der Seite habt ihr dann verschiedene Dinge. Wir fangen vielleicht einfach mal hier unten an mit Themen. Da habt ihr verschiedene Themen, zum Beispiel School, Vampires, Zombies, Day of the Dead, Witches, Demons, Trick or Treat, Santaland, Winterland und Celebrate und Sweethearts. Was da wichtig ist, zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir gehen jetzt einfach mal auf... Ach, warum gehen wir nicht einfach auf Vampire? Ihr seht, manche Dinger hier haben so kleine Grünchen auf der Seite. Bei den Grünchen braucht ihr die Vollversion. Dafür müsst ihr zahlen. Das habe ich nicht getan. Darum werden wir die jetzt einfach nicht verwenden können. Als allererstes habt ihr hier oben... Fotobearbeitungssachen, da könnt ihr eure Haut zum Beispiel jetzt ein bisschen heller machen und solche Sachen. Bin ich rausgegangen. Die Sachen interessieren uns jetzt erstmal nicht. Die Effekte, das ist eben dann, Effekte, wie es schon sagt. Zum Beispiel könnt ihr hier irgendwie hier einen Effekt machen, was steht da? Increase the blacks for a more dramatic look. Okay, hier könnt ihr sehen, der Affe zeigt an, dass man dafür zahlen muss. Ihr seht, hier ist das auch gekennzeichnet mit diesem Grünchen. So, dann machen wir jetzt einfach mal Cancel. Und was uns aber jetzt interessiert, sind eben die Overlays, die ihr hier sehen könnt. Dann gehen wir zum Beispiel mal hier auf Beds. Und dann habt ihr hier verschiedene, Fledermäuse. Ihr seht hier unten die sind wieder nur, wenn ihr die kostenpflichtige Version habt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so eins. Dann habt ihr das hier drüben. Ihr könnt das jetzt natürlich auch in einer anderen Farbe machen, indem ihr hier drüben einfach die Farbe ändert. Nehmen wir mal an, wir wollen das jetzt einfach grün haben. Dann könnt ihr das hier drehen, wie ihr wollt. Und ihr könnt es natürlich auch größer und kleiner machen, wie ihr wollt. So, wir machen das jetzt einfach mal hier oben in die Ecke. Und schauen, was es sonst noch so gibt. Moons können wir zum Beispiel noch... Machen wir uns hier noch so einen Mond hin. Das ist natürlich total hässlich, was ich mache. Es soll einfach nur darum gehen, was ihr alles tun könnt. Und ihr habt zu jedem Thema auch noch verschiedene Texte. Hier sind wieder ein paar dabei, die eben kostenpflichtig sind, aber es gibt auch welche, die nichts kosten. Zum Beispiel nehmen wir jetzt Dracula. Dann kann man hier einfach auf Add Text gehen. Dann geht ihr hier rein und schreibt zum Beispiel Halloween. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt dann gestalten wollt. Es ist einfach nur zum Zeigen, wie es funktioniert. Und dann könnt ihr das eben auch irgendwo hinmachen. Und selbstverständlich auch noch größer. Ah, nee, nicht so. Na, größer und kleiner ziehen, wie ihr wollt. Und ihr könnt selbstverständlich auch noch die Farbe ändern. So, wir wollen das jetzt blau haben, sage ich mal. Gut, dann hätten wir das zum Beispiel schon mal gestaltet. So, weiter geht's. Wir können natürlich noch mehr Sachen machen. Die funktionieren eigentlich alle gleich, die Themen. Ich kann euch nochmal noch ein anderes zeigen. Machen wir mal Day of the Dead. Ihr habt eben wieder hier oben die Bildbearbeitungssachen. Ihr habt aber auch eben hier unten die Overlays, die eben meiner Meinung nach die interessantesten sind. Ah, das kostet jetzt gerade. Habe ich nicht gesehen. Banner. Könnt ihr zum Beispiel hier so noch einen Banner einsetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass das Halloween in dem Banner steckt, zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ihr nehmt eben Halloween und macht das hier drauf. In dem Fall müssten wir es vielleicht noch ein bisschen kleiner machen.
Und natürlich ordentlicher. Ich soll jetzt einfach nur ein bisschen euch mal zeigen, wie das geht. Jetzt ist das erstmal verschwunden. Wie ihr das zurückholen könnt, quasi ist, ihr geht rechtsklick auf den Banner und sagt Send to Back. Dann schickt ihr quasi das Banner in den Hintergrund und das Halloween ist wieder im Vordergrund. So, dann hättet ihr hier zum Beispiel ein Banner mit Halloween drin stehen. Also da gibt es einfach tolle Sachen. Hier gehen wir mal auf, nee, die Kostenleiter, dann gehen wir auf Birds. Dann können wir hier zum Beispiel noch ein Bird, einen Vogel hinmachen. Hier könnt ihr auch die Farben noch verändern. Angenommen, wir wollen jetzt das hier blau haben und das hier grün. Dann habt ihr den Vogel hier. Ja, und so geht das eben mit den verschiedenen Sachen. Hier gibt es natürlich auch noch Texte. Könnt ihr wieder gucken, was man so alles schreiben kann. Hier, das ist Textures. Textures, schwierig auszusprechen. Da gibt es wieder ein paar, die eben auch wieder kostenpflichtig sind, aber es gibt auch einige, die eben nichts kosten. Und da könnt ihr dann zum Beispiel so den Hintergrund machen. Mein Gott, ich finde das Bild unglaublich hässlich im Moment, aber darum geht es ja nicht. Genau. Was können wir denn noch machen? Wir können auch noch, na, Moment. Wir können auch noch hier andere Overlays uns angucken. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal auf Stars. Da gibt es eben verschiedene Stars, Sterne, die wir auch noch in verschiedenen Farben machen können. Oder Comic Bubbles. Das finde ich ziemlich cool. Damit kann man einiges machen. Die hier unten sind leider, die kosten alle was. Aber wir haben hier oben eben auch welche, die nichts kosten. Und können wir auch verschieden einfärben und größer und kleiner machen. Wir können sie drehen. Ja, so sieht's aus. Wenn uns etwas nicht gefällt, können wir hier oben einfach wieder auf rückgängig gehen machen. Bei Text gibt es eben, ja, öffne dich bitte. So, wie gesagt, hier gibt es eben verschiedene Text, wie heißt's? Schriftarten. So, zum Beispiel schreiben wir jetzt hier einfach mal meinen Namen rein. Ups. Und das können wir natürlich auch in verschiedenen Farben machen. Und können das natürlich auch wieder verschieben und größer machen oder kleiner machen. Und ja, die Sachen hier oben, die sind eben dann eher für Fotobearbeitung. Da könnt ihr euch aber auch mal durchklicken, weil die sind eigentlich auch ziemlich cool. Hier gibt es eben noch verschiedene Effekte, die auch eigentlich eher dann für Fotobearbeitung interessant sind, weil hier bringt das jetzt irgendwie nicht sonderlich viel. Was wollte ich euch noch zeigen? Ach ja, ihr könnt auch natürlich. Moment, ich zeige euch das mal. Ich mache die hier mal nochmal weg. Ihr könnt auch einfach auf eins draufgehen und das dann einfach so entfernen, dass wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Ihr könnt auch im Internet nach Bildern suchen oder verschiedenen Dingen. Ich habe zum Beispiel einfach mal bei Google liniertes Papier eingegeben und dann habe ich mir dieses Papier gespeichert. Da geht ihr eben wieder hier auf Overlays, Your Own und klickt dann auf My Computer. Und jetzt sind wir hier eben auf meinem Desktop und da habe ich eben zweimal liniertes Papier. Wir nehmen jetzt mal das. Dann gehe ich auf Öffnen und dann haben wir das auch hier. Das können wir uns jetzt natürlich auch wieder größer ziehen und können uns das hier hinlegen. So könnt ihr zum Beispiel halt Listen ganz toll machen. Natürlich ist dieses Design jetzt hier unglaublich hässlich, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine. Ja, man kann einfach tolle Sachen damit machen, finde ich. Und ja, wie man das dann speichert, ist ja hier einfach Save. Dann nennt ihr das jetzt zum Beispiel Halloween. Ihr könnt das in JPEG oder PNG speichern und hier eben die verschiedene Bildqualität noch eingeben. Und dann klicke ich jetzt einfach auf Save to Computer und speichern. Auf dem Desktop habe ich es jetzt einfach mal gespeichert. So, dann haben wir das jetzt hier. Das klicke ich jetzt einfach mal an und dann können wir es uns noch mal angucken.
Eventuell, ja, können wir. Ja, und dann habt ihr eure Seite gestaltet. Ist super leicht, wie ihr sehen könnt. Ach ja, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Die hat mich nämlich am Anfang ein bisschen genervt und bis ich das rausgefunden hatte. Dafür mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen größer. Die Qualität wird so natürlich schlechter, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Angenommen, ihr habt hier, wollt die Linien weiter oben haben, dann seht ihr ja, okay, der Hintergrund war weiß, jetzt ist hier die Hälfte des Halloween-Banners überdeckt. Dann gehen wir einfach hier auf Eraser, also Radiergummi. Wir können hier die Größe noch ändern. Ich mache das mal ganz groß. Das ist jetzt natürlich dann gleich nicht so schön, aber ihr könnt das ja dann schöner machen. Und dann können wir hier rüber gehen, dass eben das, was drunter liegt, wieder sichtbar ist. Angenommen, wir machen jetzt aus Versehen hier einen Teil auch weg, können wir eben wieder auf den Pinsel gehen und das wieder herstellen. Ja, das fand ich irgendwie ganz praktisch. Und ja, somit könnt ihr eben wirklich ganz toll Seiten gestalten. Ich glaube, das war alles, was so wichtig ist. Ihr müsst euch halt da ein bisschen durchklicken, einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Und dann lernt ihr das, glaube ich, auch ganz schnell. So, wir sind jetzt in meinem Ordner, wo ich verschiedene Filofax-Sachen gespeichert habe. Ist ein bisschen unordentlich, wie ihr sehen könnt. Aber ich wollte euch mal zeigen, ich habe zwei Sachen schon eben gestaltet mit diesem Programm. Zum einen habe ich das hier zum Beispiel gestaltet. Das war eigentlich weiter unten. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier oben ist. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Da wollte ich eben dann zum Beispiel einfach Namen aufschreiben für Leute, die eine Postkarte von mir bekommen sollen. Oder hier habe ich eine Liste gestaltet mit Christmas Gifts. Das fand ich irgendwie auch ganz süß. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt da wirklich total viele Sachen machen. Ich mache das jetzt mal zu. Hier haben wir nochmal unser Halloween-Dings. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, damit ihr was zu gucken habt. Ja, es sollte einfach nur eine ganz kurze Vorstellung von dieser Seite sein, weil ich die einfach super finde und ich 3 Millionen Jahre schon da saß und überlegt habe, wie ich diese Seite einrichten kann für meinen Filofax. Weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich extrem blöd an, aber ich habe es nie richtig hinbekommen, dass die Größe gestimmt hat. Es war immer so nach Augenmaß irgendwie. Und da könnt ihr eben wirklich genau das so einstellen, wie ihr es wollt. Ja, das kann man jetzt einfach drucken, indem man jetzt hier auf Drucken eben geht. Ne? Wisst ihr ja, wie das funktioniert. Und ja, das war's. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das weiterhilft und dass ihr vielleicht auch ganz tolle Seiten damit gestalten könnt. Und ich werde jetzt auch noch ein bisschen da weiter dran arbeiten, weil ich finde das ganz lustig und macht total Spaß. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und sage Tschüss und bis bald.